Er ist der Erste, der Eine, der Ewige, euer geliebter Imperator. Und er sagt: Auf die Knie! Unterwirf dich, Abaddon! Bitch! Grüße meine lieben Untergegenden, herzlich willkommen hier auf unserem Rockhard Wochenend-Vlog-Tagebuch-Gedöns. Wir sind jetzt gerade hier im Zug und dann natürlich, wie immer, wenn ich Zug fahre, alles besetzt ist, dann müssen wir jetzt auf den Boden. Das ist bei nur unser Gepäck. Ja, dieser Turm hier. Sieht man nicht so aus. Und dieser Pavillon, das ist unser Gepäck. Wir hoffen, dass Gepäcksklaven von uns erwarten, in Ballen steht, dass die unser Gepäck tragen. So, was ist das Problem? Das Problem ist der Pavillon. Was ist hier mit dem Pavillon? Frauen machen die ganze Arbeit, ja, also, ja? Und die Männer stehen an der So. Endlich alles aufgebaut. Der Regen ist weg, die Sonne ist wieder da. Es kann losgehen. Ja, das klingt doch mal nach Party. So, wie wir gerade mitbekommen haben, gerade kam die Sturmwarnung, Orkanwarnung raus und jetzt haben wir unser Zelt erstmal abgespannt und hoffen, dass nichts Schlimmes mehr passiert. Ich bin mal gespannt, wie das Zelt. Sam, was hast du gerade mir erzählt, was du sehen möchtest? Ich möchte sehen, wie die Passanten, die hier vorbeilaufen, von den kaputten Stangen unseres kaputten Pavillons erstochen werden. Abgestochen. Ja. Like a Sam. Sam, was machst du da? Oh, was machst du? Für mehr Frieden und mehr Alkohol. Diese Welt braucht mehr Frieden und mehr Alkohol. Und hiermit ist das Rockhards Festival offiziell unterworfen. Grüße meine geliebten Untergebenen und vielen Dank dafür, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Zum Abschluss habt ihr noch zwei weitere Möglichkeiten, wie ihr nun weiter verfahren könnt. Zum ersten könnt ihr hier auf den Kanal von Even Samantha gelangen, die bei diesem Video mitgewirkt hat. Und zum anderen könnt ihr hier auf meinen zweiten Kanal gelangen, bei dem wir vor kurzem einige Fanpost-Unboxings gemacht haben und in Zukunft auch noch weitere machen werden. Viel Spaß dabei und denkt daran, nur ihr könnt mir helfen, die Welt zu erobern.